Oder seit zwei Tagen erkältet, schlafe nur noch mit einem Nasenloch rum, richtig ekelhaft. Ja, furzen und niesen, mein Dude, das ist richtig ekelhaft. Ja, Leute, bitte wundert euch nicht, warum ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Ich hoffe, Koran, ich habe bis eben geschlafen. Guck mal, wir haben jetzt 23.56 Uhr. Ich bin 21 Uhr eingepennt, ich wollte so sagen, mal Mittagsschlaf machen. Vor allem, ich penne die ganze Zeit durch. Kennst du, bei Kanan gibt es keinen Mittagsschlaf. So diese 30 Minuten, das werden direkt 3 Stunden. Wallah, ich schlafe so, Leute, gerade. Ich krieg so Albträume. Ich bewege mich so im Bett, ich träume die ganze Zeit so. Ich werde von YouTubern so gejagt, so. Ich träume so ab, Red Löffel hinter mir her, der wirft so Schuhe auf mich. Dieser Beck hier kommt so mit seinen Vogelaugen und fliegt mir so daher. Direkt Schock bekommen, Alter. Wallah, Leute, mein Nacken tut auch gerade richtig weh. Ich glaube, zu viel Lachkeks auf meinen Nacken. Auf jeden Fall gibt es auf YouTube so einen neuen Trend, der heißt, wer bei diesem Video lacht, hat kein Herz. Boah, ich kann das gerade nicht. Ich ekle mich gerade selber, wenn ich mich in der Kamera sehe. Ich geh kurz Gesicht waschen, Leute. Bitte, warte ganz kurz. Waschgel mit aktiven Wirkstoffen bekämpft Pickel und reinigt Poren tief. Boah, echt frisch. Merk schon, wie es wirkt. Cooler Tipp, Mann. Ey, aber nicht, dass du mir jetzt auch noch die Mädels wegschnappst. Clearasil Waschgel für sichtbar reinere Haut, Tag für Tag. Auf jeden Fall gab es vor ein paar Wochen so einen neuen YouTube-Trend. Und zwar haben sich dann so YouTuber halt so ein trauriges Video reingezogen und haben so ihre Reaktion dazu gefilmt. Und das war dann halt den YouTubern wichtig, dass die dabei heulen, damit die halt so nach dem Motto zeigen, dass die so Gefühle haben und so. Und jeder YouTuber, der das geguckt hat, hat so Motto geweint, ne? Und das hat mich dann mies abgefuckt, weil man schon direkt in den Fressen meistens gesehen hat, dass das so richtig heuchlerisch war, so richtig heuchlerisch. Dieser Heulsüßen-Trend wäre fast nach Deutschland rübergekommen, wie meine marokkanischen Onkels, die hier illegal ohne Papiere leben. Und damit sich dieser Trend nicht in Deutschland einnistet, genauso wie meine Onkels, habe ich mich einfach dazu entschieden, diese Video zu machen, Bruder. Egal, fangen wir jetzt mit dem ersten deutschen YouTuber an, den ich gesehen habe, der so ein Video gemacht hat. Boah, was ist das, Junge? Man sollte nett mit allen Menschen umgehen. Wie soll man damit nett umgehen? Damit! Wisst ihr, worüber man hier heulen muss? Über seine Augenbrauen, die aussehen wie die Flügel von einem Vogel. Lass sie doch einfach in Ruhe, wenn jemand so ist, der kann ja nichts dafür. Nein, Junge, die ficken YouTube. Und das sind keine Menschen. Das ist ein Haiwan. Ich beweise euch das jetzt wieder. Guckt. So, Leute, findet jetzt mal den Fehler im Bild. Ich gebe euch jetzt 5 Sekunden Zeit. Jeder, der nicht Kopfbälle mit Kokosnüssen macht, müsste jetzt eigentlich den Fehler gefunden haben. Nämlich fehlen diesem Vogel hier 2 Flügel. Aber kein Problem, euer Dr. Haiwan wird diesem Vogel wieder ein Leben schenken, indem ich ihn einfach durch einen ganz anderen Vogel ersetze. Nämlich den hier. So, einmal die Augenbraue. So, haben wir eine Flügel. So, doch da dran. So, für zweite auch. Doch, so, für jetzt haben wir hier Tauborga. Jetzt fliegt er wieder. Aber Leute, ganz ehrlich, ich glaube, der hat in seinem Video gar nicht wegen diesem traurigen Ding da geheult, was er geguckt hat. Ich glaube, der hat geheult, weil er gesehen hat, wie ich den in meinem letzten Video zerstört habe. Den nächsten deutschen YouTuber, den wir haben, ist ApoRed. Guck mal, wie der geweint hat. Bika hat mich gefickt. Aber nein, Leute, jetzt mal Spaß beiseite. Guck mal, der hat wirklich geweint. Warte, fuck, Alter, ist ja immer noch keine Träne rausgekommen. Ich muss heulen, damit ich Klicks bekomme. Guck mal, bitte, wie der sich anstrengen musste, damit eine Träne rauskommt. Leute, wisst ihr, wie der sich anstrengt? Wie so ein Pokémon, das gleich so eine Attacke machen will. Los, ApoRed, mach die Tränendüse. ApoRed! Aber das ist doch nicht alles. Guck mal bitte, was der jetzt sagt. Das, Leute, ist nur Wasser. Das könnt ihr direkt vergessen. Vergesst das einfach. Voila, da war gar nichts. Was für Wasser, Junge. Da war gar nichts. Auge war voll trocken. Und was ich auch nicht verstehe, wenn doch jemand heult, dann geht der doch nicht einfach zu einer Person und sagt dir, ohne dass diese Person überhaupt fragt, ach, das hier, das ist gar nichts. Hä? So, da hat man voll dran gemerkt, dass ApoRed seine Zuschauer darauf aufmerksam machen musste, dass sie jetzt auf sein Auge achten sollen, weil der einfach nichts war. Das war nicht auffällig genug. Auge war halt zu trocken aufzufallen, Bruder. Guck mal, sogar hier sieht man doch, dass der voll die trockenen Augen hat. Also warum tut der so? Wetten, als der geheult hat, saßen da die ganzen 14-jährigen ApoRed-Bitches vor dem Computer so. ApoRed, der hat geweint. Der hat voll das Herz. Der ist auch so ein sensibler Mensch wie ich. Ich kann mich voll mit dem identifizieren. Ich würde ihn am liebsten direkt auf dem Spielplatz einlutschen. Aber Leute, wisst ihr, warum ich das Ganze aufregt? Die machen das in erster Linie alles ja nur, um Likes und Klicks zu bekommen. Normal, ich mache jetzt auch alle YouTuber fertig, damit ich mehr Klicks bekomme. Ist normal, ich brauche aber nicht lügen. Aber achtet mal bitte drauf. Guck mal, am Anfang haben die um Likes gebettelt. Dann haben die angefangen, für Likes zu lutschen. Dann haben die angefangen, für Likes Arsch zu geben. Und jetzt
heulen die für Likes. Die heulen für Likes. Oder was die jetzt sogar machen, die machen so Gewinnspiele, damit die abonniert einmal nachheulen. Weil nicht mal bei denen läuft. Geht euch einen Job suchen, Alter. Und falls ihr mir nicht glaubt, dass das alles fake ist, guckt, Leute, jetzt zeige ich euch live hier. Dafür werde ich mir jetzt auch was Trauriges angucken. How to be a Heuchler. Das ist jetzt Tutorial. How to be a Heuchler. Guckt jetzt, wie ich heulen werde, wenn ich ein Video gucke. Guckt jetzt. Ey, like mal bitte Video, damit ich mehr Tränen fließen, Leute. Warum markiert ihr das, wenn ihr krank seid, eure Nase voll gejizzt ist? Dann wischt ihr einfach so am Pullover ab, so richtig ehrenlos. Guck mal hier, so diese Jizz an meinem Pullover. Bah, Alter. Geh ins Anstecken, ne? Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Lachkick schieben. Folgt mir auf meinen anderen sozialen Netzwerken, wie Facebook zum Beispiel, wenn ihr Bock habt. Ich geh jetzt noch pennen, weil ich richtig müde bin. Auf jeden Fall haut rein, dann sehen wir uns die Tage wieder bei neuen Videos. Bis dann, Leute. Ciao.